in die Höhe gehen. Ja, natürlich, ja, aber ja, misch du mal, ich rufe ja mal fix noch den Filipino an. Alles klar, bis später, ciao, ciao. Das sind die besten Gespräche, aber also, du rufst an. Hat sich schon erledigt, danke. Das erinnert mich sehr an Telefonat mit meinem Vater. Und sonst so, muss ja, alles klar. Ja, ja. Okay, alles klar. So. Muss man das ja eigentlich anmoderieren? Ja, dann will ich es mal klären, dass die Leute... Und du machst es. Aus der kalten Hose, ne? Immer. Hallo. Ja, wir sind ja bei der Partisan Herbstoffensive Nummer 3 des Jahres 2022. Mit dem lieben, wie muss ich nicht jetzt ankündigen, Alter. Also als Kollege Schwadorf oder als Kollege. Ist mir eigentlich mittlerweile wieder eigentlich ziemlich egal, weil ich selbst mittlerweile das Pseudonym und meinen normalen Namen beides gleichzeitig nutze. Also kannst Markus Stock sagen oder Herr Schwadorf. Wie dir. Markus, Freiherr von und zu Stock Schwadorf von Son of the Sleepless, heute hier spielend. Also ich schreie in das Mikrofon, das übersteuert bestimmt die ganze Zeit. Heute hier spielend und. Die Wimmer bleibt nicht mal geschlossen auf. Ja, ja. Entschuldigung. aber auch durch diverse andere musikalische Projekte ja bekannt. Wir hatten es ja schon mal angeschnitten. Empyrium, Deinonychus und natürlich und nicht zuletzt Division Bleak sind deine Projekte. Ah ja, und wir spielen hier, warum auch immer, das Tyrannen-Weltquartett. Ja. Weil sich gute Gespräche immer aus gepflegten, ungepflegten Situationen heraus ergeben. Ungepflegte Situationen habe ich mit dir wirklich viele. Ja. Okay. Prost. Cheers, Prost. So. Cheers. Ahoi. Einfach köstlich. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht machen wir das auch in Zukunft hin und wieder, dass wir uns zusammensetzen und Interviews hat man viele gelesen, viele gesehen mittlerweile. Vielleicht ist es ganz cool, wenn man das in eine relaxten Atmo macht. Genau. Und du siehst entrelaxed aus, aber. Ich versuche ja immer zu vermitteln, dass ich gestresst bin. Wenigstens kommt es jetzt vielleicht mal rüber. Okay. Oder ich war duschen für 2 Minuten. Ja, genau. Wer fängt denn jetzt hier an? Der Gast, oder? Aber ihr habt ja. Ich wohne auch nicht in Weimar. Also müssen wir schreiben. Nimmt immer die vordere und also nicht auswählen, außer also man hat nur noch 3. Dann ja? Kann man auswählen, genau. Dann kann man auswählen ansonsten. Da würde ich mal anfangen, oder? Jawohl. Ich sage Privatvermögen 1 Milliarde US-Dollar. Scheiße. Das ist schon recht. Und jetzt kassiert er unsere beiden Karten, nehme ich an. Unter 1 Million, jawohl. Alter, Mao Zedong rasiert, gibt's gar nicht. jetzt aber mal ganz kurz am Rande, jetzt haben wir es ja schon beim Vorstellen deiner Person. Woher kam der Künstlername? Schwadorf. Denn war Ulf Theodor Schwadorf. Genau. Habe ich ja. Wie? Warum? Warum? Ja, also die heißen ja irgendwie alle Delinquenter. Ja, genau, weil jeder zu der Zeit, als ich mir das Pseudonym hieß, irgendwie, keine Ahnung, Goat, Sodomizer oder irgendwie so. Wollte ich Fucker sagen, ja. Und ich wollte auch einen Namen, der irgendwie. Bei Empyrium hat er immer, ich sag mal, romantische Literatur, Kunstepoche sehr große Rolle gespielt. Ich wollte einen Namen, der irgendwie an einen romantischen Schriftsteller erinnert. Also nicht Goat Sodomizer, sondern ich wollte was klingt wie Josef Freiherr von Eichendorff zum Beispiel. Josef Freiherr von Goat Sodomizer. Genau. Ja. das ist natürlich... Und, genau. Ja. Und ich habe im Prinzip Ulf Theodor, wann Theodor Kittelsen, ein Künstler, Norweger, kennt ja jeder, der irgendwie mit Black Metal irgendwie was zu tun hat, kennt die Bilder von ihm, von unzähligen Covern. Und Wolf, ne? Ja. Halt nordisch für Wolf, war für mich auch wegen... Stark. Ja. Das ist in der Tat mal irgendwie was anderes als Nekromantik, Kendall Fister. Also ich komme ja, das ist vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe
ich habe dich immer nur bedingt als Black Metal Musiker wahrgenommen anfangs, weil ich Empyrium immer so gerade so total anders fand zu klassischen Black Metal Stimmen. Und ich, es war vielleicht auch ein guter Zufall, dass ich so um 98 rum dann auch so zu der ganzen Thematik gefunden habe. Ja. Und ich mich noch erinnern kann, dass wir ein Anschreiben hatten von Prophecy Productions für so ein Abo, wo du irgendwie jedes Release haben konntest. Abonnieren so, kannst du, genau. Genau, und von daher war ich da relativ firm mit gewesen. Ja. Und als ich das erste Son of the Sleepless Release gesehen habe von 1999, war ich total... Die Mini City, die Poems to the Wretched Hearts. Ja. Genau. Ja. Und es ist halt, es ist auch total krass, weil ich wirklich vielleicht Monate vorher Dark Throne für mich entdeckt habe. Und ich weiß nicht, ob das zu der Zeit wahrscheinlich schon, aber also für Son of the Sleepless selber, also ich mag das jetzt gar nicht mehr so sehr eine Rolle spielen, aber als ich diesen Opener gehört habe. Doch, das ist eine blanke Dark Throne Hommage, das war. Und war ich völlig fertig. Das und ich komme ja auch aus der, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch mittlerweile Mitte 40 und habe eigentlich diese Metal-Evolution wie die meisten meiner Generation mitgemacht, dass ich angefangen habe, traditionell Metal zu hören, dann Thrash, dann Death Metal Anfang der 90er und dann Black Metal so 92, 93. Und ich komme eigentlich aus der schon, ich würde sagen, so am meisten geprägt hat mich die norwegische Black Metal-Szene, so 93. Ja. Oder 92 bis 95, würde ich sagen. Und Death Metal, die alten Death Metal Sachen. Ja. Aber da habe halt dann trotzdem sowas wie Empörung gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das immer so passiert ist, aber ich habe einfach bin meinem Instinkt eigentlich immer gefolgt und es wurde irgendwie immer ein bisschen anders als das, was viele andere Bands gemacht haben. Okay. Kurz mal. Ja, ich bin ja wieder hier. Also. Was sind denn das überhaupt? Ich mache wieder Privatvermögen. Rund 10 Milliarden. Das kann man nicht toppen, glaube ich, oder? Stich. Echt? Stechen wir jetzt mit derselben Karte oder stechen wir mit einer neuen Karte? Ist egal, ich habe über. Nee. Ich habe über 10 Milliarden. Ja, wir haben alle, ja. Wir haben alle über 10 Milliarden. Dann bist du rein theoretisch wieder dran. Alter, okay. Fuck. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, ich sehe jetzt überhaupt gerade, also ich habe ja schon dezent seit anderthalb Stunden einen sitzen, dass das hier überhaupt nicht irgendwie... Hitler und Stalin und irgendwas ist, und dass das ja immer so zusammengefasst ist. Nee, ist es nicht. Ach, das sind nur Kategorien da oben. Ja, genau, genau. Alter, fuck, ein richtiges Quartett funktioniert in Vierer-Schritten. Was? Also jetzt habe ich glaube, der ist ziemlich mies, ey. Ja, der muss ja. Also ich probiere es trotzdem nochmal über das Privatvermögen mit 1,5 Milliarden. Bin ich drüber. Wie viel? Ich bin bei 3,5. 7! Fuck off, ich hab Saddam. Mit Saddam Hussein? Ja, ich hatte mit Losowitsch, ist eine Pfeife. bei Empyrium hat aber auch deine Frau mitgespielt. Ja. Macht die noch Musik? Nein. Nee. Meine Frau hat aber zum Beispiel für das letzte Son of the Sleepless Release, die Split mit Cavernous Gate, hat sie das Cover gemalt. Ah. Also die ist schon künstlerisch noch unterwegs, aber die macht heutzutage auch mit Musik, aber die macht Klangtherapie. Macht sie. Also okay. So. Mit so Schalen die Vibration bringen und damit Leute relaxen oder gar heilen. Ja. Habt ihr euch damals über die Band kennengelernt oder kanntet ihr euch schon und sie ist dann sozusagen mit eingestiegen? Ich habe sie kennengelernt und sie hat auch mehrere Instrumente gespielt und dadurch kam das dann. Ah, okay. Dass man halt dann ganz klassisch sagt, dann kannst du doch auf der Platte Flöte spielen oder Cello dann so. Okay, ich bin dran. Charles Taylor aus Liberia. Der kann an sich nicht viel, aber Privatvermögen 3 Milliarden. Scheiße. Ist denn nur los, Alter? Wieso gibt denn hier noch jeder so viel? Da muss ich den guten Franco hergeben für, ey. Ja, von dem hat man zumindest schon ein Foto, gell? Ja, das stimmt. Habe ich letztens erst einen Film gesehen, der zur Zeit des Franco-Regimes gespielt hat. Kennt ihr vielleicht auch Pan's Labyrinth? Ja, klar. Ja. Guter Film. Mega guter. Mit meinen Kindern geguckt, zum zweiten Mal. Ja, auch das Ende? Auch das Ende. Wie alt sind die Kinder? Fangen wir mal so an. 12 und 14. Also, okay. Ja, bei 14 kein Problem. Bei 12 gibt es auch noch große Augen oder sind die inzwischen so abgestumpft, dass das funktioniert? Nee, also mein Sohn, der ist 12 und der ist ein totaler Nerd. Der spielt viel so Fantasy-Spiele und so. Also der ist da. Also mit Pan's Labyrinth kannst du den nicht mehr. Okay. Kurze Frage, weil ich das versucht habe heute, ich habe daran gedacht.
gab, also ich kann es aber, ich konnte es im Internet keinen Beleg dafür finden. Vielleicht trübe ich jetzt total im Fisch im Trüben. Fisch im Trüben, ja. Trübst total im Fischen. Ich trübe im Fischen. Ja, das ist ah, noch Wahnsinn. Ja. Gab es mal ein Son of the Sleepless Shirt, wo hinten I Heart Dark Throne drauf war? Nee, es gab ein Shirt, da war vorne drauf Son of the Sleepchen. Son of the Sleepchen. Jetzt fangen wir schon an. Son of the Sleepless Herzchen Dark Throne. Ja, das also gab's. Ich weiß, dass ich das. Ich war mir sicher, ja, dass ich ja das mal gesehen habe. Ich hab, konnte es nicht belegen, ich habe im Internet heute. Das war so um 98 rum, müsste das gewesen sein. Wahnsinn. Und es ging auch ein bisschen drum, um so diese, die ich sag mal, die True-Szene, die damals in Deutschland dann so aufkam, ein bisschen anzupissen, weil die mir immer so viel zu viel drüber war. Ja. Ne? Also gerade zu der Zeit. Ne? Dann, ja, das war ja eine haarige Zeit. Ende der 90er wollte jeder alles. In ja, genau. Ich meine, die meisten deiner Projekte sind ja, sag ich mal, entweder Ein- oder Zwei-Mann-Geschichten. Mhm. So, warst du eigentlich mal in einem klassischen Band-Proberaum-Konstrukt aktiv? Vor Empyreum gab es das Projekt, das hieß Impurity, und das war so, ich würde sagen, ich beschreibe es immer als eine Mischung aus langsamen Dark Throne und Samael zu Worship Him-Zeiten. Super simpel, Mid-Tempo, Black Metal, und da waren wir zu viert. Aber daraus habe ich auch gelernt, dass das zu viert nichts für mich ist. Also da bin ich einfach zu sehr irgendwie so, ich sag mal, ja, bin ich doch kontrollsüchtig irgendwie. Okay. Bisschen, ne? Also ich möchte es dann schon auch, und wenn, also ich finde auch, ich produziere ja auch viele andere Bands, und ich merke eigentlich immer, wenn ich Bands produziere, die so komplett demokratisch sind, dass das komplett scheiße ist. Kannst du vergessen, also das ist zum Scheitern Vorteil, das ist einfach so, das ist wirklich so. Es braucht das entweder in einem Bandgefüge, wo vier oder fünf Leute sind, brauchst du entweder einen Diktator oder Tyrann, ja. Oder du hast das selber mal gesagt, als wir über unsere Mucke geredet haben, und ich habe gesagt, es muss immer einen in der Band geben, der das Zepter, es ist ja nicht fies gemeint, der das Zepter in der Hand hat, und so. Das ist aber dann auch immer das Arschloch. Es muss jemand geben, der die Entscheidungen trifft. Genau. Weil wenn das demokratisch alles gemacht wird, verwässert man die Musik. Und komplett. Das war dein Fazit zu deiner Band, dass ihr nicht schnell genug seid, weil ihr viel zu demokratisch seid. Ja, ja, und weil selbst wenn man dann zu einem Konsens kommt, dann ist es verwässert. Weil die ursprüngliche Idee geteilt durch vier oder fünf ist. Und es ist, und das habe ich halt damals schon gemerkt, dass diese Arbeitsweise nichts für mich ist, und dann Empyreum haben wir zu zweit gemacht, und daraus habe ich gelernt, dass das zu zweit oder allein einfach wunderbar funktioniert. So eine funktionierende Band kann man sozusagen in ein Diktatorenquartett eingliedern. Vier funktionierende Band-Diktaturen eingliedern. Was ist denn jetzt hier überhaupt? Ja, ich wusste nicht, dass das Haiti mal einen Diktator hatte, aber Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Van Damme. Baby Doc Duvalier. Womit kann denn der? Alter, bei Machtübernahme, 19. Das können wir probieren. Das ist sehr gut, ja. Alter, Josef Stalin. Damit kriege ich Stalin. Sehr gut. Sehr gut. Du wusst wie. Ich bin natürlich ein alter Autoquartett-Nerd. Ja, so mein um 10 bis 14 würde ich jetzt mal behaupten. Ja. So, da kann ich. Ja, du nicht, gell? Du warst so sehr doof. Dinosaurier, Alter. Dinosaurier. Nicht Panzerquartett oder so? So gab's damals noch nicht. Saurierquartett. Noriega, Panama. Wieso kündigst du die Leute immer an, als ob mir das irgendwas sagen würde? Ja. Bist du als US, ja, bist du US-Marionette? Nee. Ach so, okay. Oder was bist komplett du? Globale Marionette. Ja, was steht denn da oben drauf? Ist das religiöser Eiferer oder Militär? Ja, Panama. Nee, ach hier, US-Marionetten, jetzt wo ich sehe. Ja, entschuldige bitte, ja. Das gut, Entschuldigung. Ich probiere es mit Privatvermögen, 500 Millionen, und das sagt schon vieles aus. Ja, so ein Pfeil für 7 Milliarden kann ich da also den Bogen Das ist nicht dein Spiel bis jetzt. Nee, du hast mir nur Rotz gegeben, Alter. So gemischt gewesen. Du warst dabei. Ja, ja. Dann hast du Anmoderation gemacht und nicht aufgepasst, gell? Apropos Anmoderation. Ja. Woher kommt die ewige Liebe zu Prophecy? Das begleitet dich ja nicht nur bei Son of the Sleepless, oder? Das sei doch bei Lupus Lorgen, das ist ein Sublabel. Ich bin. Dann mit Division Bleak sei doch richtig bei Prophecy. Mhm. Prophecy Fest hast du vorhin schon angesprochen. Genau, ist aber auch nicht hier, genau. Das gleiche Lupus Lounge und Prophecy. Also ist nur ein Unterlabel von Prophecy im Endeffekt, was spartenmäßig dann eher auf Black Metal setzt, aber woher kommt, ich habe ja mit Empyreum das erste Release auf Prophecy gemacht. Mhm. Die Winter Sunset war auch gleichzeitig der Startschuss für Prophecy. Ja. Und ich habe Martin kennengelernt, also den Chef von Prophecy, da waren wir beide noch keine 18,
Er hat damals so einen kleinen Demo-Vertrieb gehabt und hat das Imperium-Demo bestellt und hat es eben da vertrieben und hat mich dann relativ schnell kontaktiert. Per Brief lief das ja damals, gab es noch kein Internet, haben sich Briefchen geschrieben und hat geschrieben, also wenn er irgendwann mal, er hat vor ein Label zu gründen, Imperium wäre die Band. Ja. Also ich soll mal eine Idee, und so haben wir, dann haben wir mal telefoniert. Und also um lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne Martin seit 1995, 94, sowas in dem Dreh. Und ich bin einfach auch eine treue Seele. Ich sage mir immer, wenn irgendwas funktioniert, ne, warum soll ich es ändern? Ja, klar, cool. Und so, deswegen ist... Ist aber auch viel wert in der Zeit, ne? Also bist du Nicht nur in deinem privaten Sexualleben schnell ungebunden, also jetzt nicht du, sondern ich rede für alles, was gerade schief läuft in dieser Gesellschaft. Da bist du ja auch, hey, guck mal hier, dass jeder Prozentedeal irgendwie fünf Punkte besser auskommt, lass mal rüber switchen und hier sind die Verwerterrechte besser und bla bla. Und dann sind die Leute halt auch immer schnell wieder weg. Ne? So, und ein guter Punkt, ein guter Freund von mir sagt immer, es muss ja nicht besser werden, es wird einfach nur anders. Ne? Und oft wird es auch schlechter vielleicht, wenn ich jetzt, ich meine, wir hatten mit der Vision League und auch mit dem Pyramid bekomme ich immer wieder Angebote von anderen Firmen, Plattenfirmen, auch sehr große Plattenfirmen, ne, im Metal-Bereich. Die, also gerade bei der Vision League kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Aber wir haben eigentlich immer abgewogen auch, weil ich auch nicht dieses, ich sag mal, Rockstar-Leben, ne, Tour, Platte, Tour, hundertprozentig so leben kann und will. Ja. Ich habe eine Familie, ich habe mein Studio, ich wäge auch immer ab, wie viel Zeit im Jahr kann ich ins Live-Spielen reingeben. Weil das ist nicht mein erstes Metier einfach. Live-Spielen ist für mich ein einfach so ein Zusatzding. Ich mache es mittlerweile auch ganz gern. Aber ich komme definitiv eher vom Studio und vom Komponieren und vom Kreativsein. Ja, das finde ich auch krass. Deswegen war ich damals bei The Vision Bleak, also abgesehen davon, dass es musikalisch eine ganz andere Kerbe war als das, was man so im Allgemeinen von dir kannte. Weil es war schon klar, so eine lyrische und eine ambientlastige Black-Metal-Geschichte. Imperium kann man, wenn man das möchte, schon zur Black-Metal-Szene dazu schreiben. Also ich wüsste auf jeden Fall, wenn man unbedingt nach Genre sucht, wüsste ich auch nicht, wo man dahin sollte. Am ehesten ist es wie Black-Metal, also Gothic. Aber Gothic ist mittlerweile so schlecht belegt einfach. Das ist total schwieriger Begriff geworden in den letzten 20 Jahren. Ja. Aber das ist total krass. The Vision Bleak war eine andere Geschichte. Gerade du hast ja ein klassisches Heavy Metal oder fast so ein schwedisch inspiriertes Death Metal Riffing, was man mit drin gehabt, was man bei The Vision Bleak fand ich total krass, dieser Horror Metal. Es war ja lyrisch trotz allem und so, da hat man so einen roten Faden erkannt. Total. Aber ich fand The Vision Bleak. Und das ist das, was viele Leute irgendwie immer bei The Vision Bleak so übergehen und wenn ich so höre, ja, The Vision Bleak ist so ein Sisters of Mercy Type O Abklatsch oder so. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie wir auf den Trichter kommen. Ja. Weil, wie du sagst, wir stimmen unsere Gitarren auf B und haben echt diese Schweden-Schlagseite eben drin. Ja. Ne? Viele Leute nehmen das, glaube ich, nicht so wahr. Oder vielleicht kennen sie auch diese alten Sachen nicht. Ja. Weil für mich ist zum Beispiel die Entombed Clandestine ist wahrscheinlich mein Lieblings-Death Metal-Album. Und wenn ich mir die heute anhöre, höre ich ständig irgendwie, wie ich mich da mit der Vision Bleak bedient habe. Ne? Also, ja, es ist halt auf eine komplett andere Sache projiziert. Und dann es ist halt durch den Gesang und weil alle Keeper dabei sind, ist es halt dann wieder irgendwie eine ganz andere Schiene, aber es ist, wie du sagst, sehr schwierig. Ich bin abgefahren. Ja. So, wer ist denn dran? Ich bin dran, ne? Also, ich rasiere mich ja komplett. Ich habe schon wieder so eine 3 kannst du auswählen. Ab 3 kannst du wählen. Ja, das dauert nicht mehr lang. Tobias. Also, ich mache jetzt mal Todesopfer 2 Millionen. Das ist nicht ganz. Sollte ganz, ganz. 100.000 aber. Ja, ich habe nur. Bitte. Ich habe nur 4.000. Okay. Zählt das denn überhaupt schon als richtiger Diktator? 4.000 Todesopfer? Das ist immer Kontext, Freunde. Jetzt richtig zur Sache: Todesopfer 15 Millionen. Das ist aber schon ganz ordentlich. 900 und da Millionen. Da habe ich 900 Millionen? Ja. Was denkst du? Oh, fuck, Alter. Hat die ganze Welt umgebracht. 900 Millionen. Das ist ein Fünftel. Shit, Alter. Ja, Mann. Ich habe gerade gedacht, ich habe ja die Karte mit dem geilsten Druckfehler. Ich habe 1,7 Millionen. Ach, shit. Nein, das ist. Ich habe gedacht, ich kann jetzt endlich auswählen, Schnauze. So, jetzt haben wir natürlich hier. Todesopfer 55 Millionen.
Ja, das kann nur einer sein. Das kann, da kann ich mit Ceausescu kann ich da nicht. Warte mal, ich muss mal gucken, wen ich hier als schwächste Karte abwerfe. Ja. Ach, das ist doch noch da. Och, die sind alle mies. Gut. Dann nimm die mieses. Gut. Gut. Soll ich ziehen? Ach komm ey, du nimmst Mohammed Mullah Omar. Bah, Alter. Na, lief, läuft nicht in deine Richtung. Null, was ist das für ein Rotzspiel, Alter? So ein Mist, ey. Ich hätte mir einfach hier selber Karten aus einem anderen Quartett zumischen können. Ja, und hätte gesagt, Mercedes G-Klasse. So, eine Frage habe ich noch. Viele Studioprojekte, ne? Du bist ja mittlerweile, und das kann man ja fast schon nicht mehr auf, da braucht man beide Hände, um deine ganzen Bands zusammenzuzählen, die du im Laufe der Zeit hast. Und bei dir ist es ja auch so ein bisschen so ein Fakt, dass man aktiv, nicht so richtig klassisch. wann hast du entschieden oder wie hast du dich entschieden dazu, Live-Musiker zu werden? Weil ich glaube, das war ja die ersten Jahre oder zumindest viele Jahre war das. Hat eigentlich nur mit der Vision Blick zu tun. Weil mit der Band war es wirklich zum ersten Mal Musik, die ich auch live gesehen habe, ne, dass die gut funktioniert live. Habe ich mir bei Empyrum eigentlich sonst immer überhaupt nicht vorstellen können. Ja. Und es funktioniert, aber es funktioniert auf eine andere Art und Weise, die ich aber damals noch nicht gesehen habe, dass es das eben auch geben kann, dass man auch Konzerte spielen kann und Leute sich nicht, also natürlich trotzdem Bier trinken, aber halt nicht rumgrölend, ne? Und sondern dass ich auch ein Konzert spielen kann, wo die Leute einfach sich das vielleicht ähnlich wie bei einem klassischen Musikstück oder so anhören. Ja. Mit ersten ist das bei euren Konzerten am Anfang oder immer noch so gewesen? Bei Empyrum am Anfang haben wir wirklich mit Sitzpublikum gespielt, da war es so. Ne? Sitzpublikum? Ja, und wir waren selbst auch gesessen, die ersten Konzerte, ne? Ja. Um so ein bisschen eben auch in die Richtung zu lenken. Aber mittlerweile haben wir dann natürlich, jetzt wenn wir auf dem Prophecy-Fest spielen, spielen wir die Songs of Mars, die spielen wir natürlich auch in ganz normaler Rockbesetzung und das geht genauso. Also ich sehe es auch mittlerweile, obwohl wir mit Empyrum jetzt live erstmal nicht mehr spielen werden. Aber es kam dazu durch Division D, dass wir uns entschieden haben, live zu spielen. Und dann hat es halt abgefeiert. Wir machen jetzt mit Empyrum vor dem Sommer. Ja. Ich finde es im Falle vom Empyrum echt schade, weil ich habe die Tour mit Hillrunner gesehen, in Leipzig war ich gewesen. Ich war fasziniert. Ich meine, man muss sich darauf einlassen, dass Empyrum auf Platte, gerade das ist ja auch mittlerweile 25 Jahre her, im Falle der ersten beiden, und das sind ja die, die für die Bühne im Endeffekt gemacht ist, übertrieben. Aber vollkommen recht, ja. Und da muss ich sagen, dass ich das unglaublich, also ich hatte noch einen guten Freund von mir dabei, er gesagt, dass er hatte das sehen wollen, der Tatsache wegen, weil ihm die Alben viel bedeuten, aber das war unglaublich sinnig für die Bühne. Und deswegen fand ich die Entscheidung, Empyrum jetzt live oder zu beenden. Das hat viele Gründe mit Empyrum, weil es organisatorisch immer sehr, sehr schwer ist, weil ich ein Line-Up habe, das aus allen Herren Ländern zusammengefügt ist. Das aber auch nicht ändern will, weil das Freunde von mir sind. Thomas, mein Empyrum Mitstreiter, singt an der Staatsoper in München im Chor. Ist immer für ihn ultra schwierig, sich Termine freizuschaufeln. Ohne ihn will ich es auch nicht unbedingt, also jetzt zum Beispiel Prophecy Fest, Songs of Mars spielen wir ohne Thomas, die alten Sachen gehen ohne ihn, aber das will ich auch nicht überstrapazieren, weil er einfach zu Empyrum dazugehört, ne? Genau wie ich. Ne? Dann lass es dir wenigstens gesagt sein, dass es auf einem erschreckend hohen Niveau ist, dass es ein Niveau ist, wo es dann, das mag auch daran liegen, dass ich... Ich will es jetzt hier mal zu Punkt bringen, Alter, ist das jetzt hier einer dieser viel umschworenen Fanboy-Momente, den ich gerade erlebe? Schäm dich nicht. Könnte sein. Also ist schon nicht ganz unwichtig gewesen. Okay, vielen Dank, freut mich. Kein Thema, freut mich. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, du bist gleich raus. So. Was machen wir denn da? Das ist nichts. Todesopfer 1,5 Millionen. Oh, 2200. Oh Gott. Also okay. Weniger. Pinochet. Meine letzte Karte. So, jetzt habe ich aber hier nochmal einen guten Chinesen, Nordkoreaner natürlich, Chinesen. Da müsste doch todesopfermäßig was drin sein, oder?
Oh nee, Herrschaftsdauer 46 Jahre, Mann. Das ist krass zu toppen. Sensationell, 47. Quatsch! Milosevic. Und ist das denn? Das ist einer wenigen, den ich noch miterlebt habe, oder ja, zumindest so, so zeitgeschichtlich. 35, ja. Flip auf, Alter. Jetzt kannst du dich ein bisschen konzentrieren. Du bist mehr so der Organisator, das ist in Ordnung. Dir fehlt so das Competitive Game. Beim Quartett. Beim Piranen-Quartett. Ja, das ist sehr natürlich, wichtig. Natürlich. Das, aber wenn wir spielen, will man gewinnen. Ja, so ist das. So, Militär. Alter bei Macht. Alter bei Macht im Namen, das geht ja nicht. Das war mal ja einig, dass es weniger ist. Verdammt, der hat aber nicht viel. Ach doch, Privatvermögen. 3,5 Milliarden. Oh, okay. Der Abacha. Take it. Muss ich. Erstes vollwertiges Album bei Son of the Sleepless. Ja. Nach wie vielen Jahren bin ich in 18? 20? 22. Es kam 2017 raus, ne, wenn ich mich nicht täusche, und 99 kam die Mini-CD, aber ich habe 98 angefangen, weiß ich ganz genau, weil ich mir nämlich da zu Hause bei mir so ein kleines Studio eingerichtet hatte und das konnte ich nur machen, weil die Songs of Mars ganz gut lief und wir dann ganz gute Tantiemen bekommen haben von der Plattenfirma, ja, wir haben so ein Studio daheim eingerichtet und da habe ich angefangen, die Son of the Sleepless Sachen zu schreiben. Also das war 98, ging das los, also war es nach 19 Jahren. Ja. Weil das Projekt lag dann lang auf Eis, sage ich mal. Ich habe dann mich eigentlich, ich würde sagen, zwischen 2003 und 2010 habe ich die Zeit nur auf Division League konzentriert. Das, die urbane Legende besagt ja auch, dass das der Tod von Imperium war. Nee, das stimmt nicht. Das also nicht es, so war, nee, es war vor der Weiland eigentlich schon klar, dass mit Imperium dann Schluss ist. Okay. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass Division League gegründet wurde, sondern es ist genau andersrum. Zwischen Glück wurden gegründet, weil ich dann einfach Lust verspürt habe, ein bisschen was zu machen, was ein bisschen mehr frei von der Leber weg ist und nicht ganz so, ich sag mal, die Weiland war schon eine sehr verkopfte Platte, ne? Und hat mir wahnsinnig viel Energie auch gekostet, das Konzept so umzusetzen und da hatte ich dann echt einfach Bock auf was Straightes ist, einfach Gitarre und so Musik machen, so ein bisschen wie es halt wie man angefangen hat im Proberaum. Das habe ich dann mit Tobias Division D gegründet und das war dann am Anfang genauso. Er hat drüben Drums gespielt im Aufnahmeraum und ich habe Gitarre dazu, Riffs gespielt. Und dann, oh, geiles Riff, lass uns das verfolgen. Und halt eher so, anstatt irgendwie dieses Grüblerische und dann wie bei Imperium Songs zu schreiben. Ne? Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Also du und Tobias? Durch Nox Mortis, seine Band. Also ich habe ihn schon, ich glaube so 97 kennengelernt. Weil ich, Nox Mortis war er Schlagzeuger und Sänger und ich hatte mit dem Nox Mortis Jan damals immer Briefkontakt und haben sie uns mal besucht, damals in meinem kleinen Kinderzimmer noch, ne, wie es halt damals so war, wir waren ja alle nur, jeder war ja 16, 17, war ja ganz selten mal Leute, die 20, 21 waren. Ja. Und dann später hat Tobias mit Nox Mortis bei mir im Studio 1999 das Album Seven Lies aufgenommen und das haben wir dann so, weiß ich noch, zusammen, da waren die anderen von Nox Mortis dann weg und ich habe es mit Tobias zusammen gemischt und da haben wir so gemerkt, okay, das funktioniert wirklich sehr gut. Das musikalische Verständnis ist total ähnlich, ähnliche Geschmäcker und ne, wie was klingen soll, ist total ähnlich. Ne? Okay. Bei beiden. Und da haben wir gesagt, dann haben wir den typischen Satz irgendwie, also wir müssen mal was zusammen machen. Und da ist halt diesmal echt was draus geworden. Ja, ja, sehr, sehr cool. Ja. Stand das Konzept von Division League von Anfang an oder einfach nur... Wir haben ein Demo-Tape gemacht, oder Songs of Good Taste hieß das. Und das war eher, würde ich sagen, Richtung, vielleicht ein bisschen Richtung Him, 16 and Ice. Also eher so klassischerer Gothic Rock. Obwohl ich die erste Himmelplatte immer noch unglaublich geil finde, die Greatest Love Song 666, ja, ist ein Wahnsinnsalbum und hat sich ziemlich stark daran angelehnt. Und dann haben wir den Song geschrieben, The Lone Night Rider, der so das erste Mal so dieses Horror-Thema so, und da haben wir beide gemerkt, Alter, das ist es, lass uns das machen. Irgendwie so diese fetten Gitarren, Gothic, Rock und Grusel-Atmo reinbringen. Ne? Cool. Ja? Nein, das wirkte schon wie ein extrem stimmiges Konzept. So beim Debüt war es dann, was ja dann auch schon vollzogen ist, ne? Genau. Das Konzept, genau. Ja. Cool. Sammelt auf, oder? Ja, komplett? Ist nicht abgebrochen? Wie lange labern wir denn schon?
Okay. Ja, wir hatten uns ja, wir können ja auch mal vorspulen, wenn irgendwas anderes ist, aber bis jetzt war es cool. Ja, bis jetzt war es cool, das ist ja das Problem. Ich glaube, ich helfe ja mal den zu rasieren, ich weiß ja, wie das Spiel funktioniert. Bin ich auch nicht dran, oder was? Ja, wer ist dran? Ich glaube, ich bin, also würde ich mal sagen, 35 Millionen Todesopfer? Nee, so viel nicht. Aber Kaiser Wilhelm II. War mit 9 Millionen. Auch nicht schlecht. War nicht so. Das ist ein religiöser Eifer, was ist denn da? Da muss doch. Die haben meistens viel Geld. Ja, der hat gar nichts. Das ist eine komplette Null. Was ist das aber? Ich sag mal, Geburtsjahr 1902, damit versuche ich es mal. Wahnsinn! 37, Saddam Hussein. Ich hätte ich wahrscheinlich überall gehabt, aber da nicht. Ja, 100%. Ja. Ah, der war gut, den hatte ich vorhin schon mal in der Hand. 7 Milliarden Privatvermögen. Hallo? Hallo ja, Martin. Alles gut? Natürlich, wir nehmen ja gerade ein Video auf für unseren YouTube-Kanal. Wir spielen das Diktatorenquartett und labern noch ein bisschen Scheiß dazu. Gutes Gelingen. Vielen Dank. 7 Milliarden? Mehr als 10. Was? Wer ist es? Shah Mohammed Reza Pahlavi. Ja, gerade so die. Meine Güte. Der Iran, ja. Die Kategorie US-Marionetten finde ich aber großartig. Ja. Sehr gut. Was sind denn Kleptokraten? Na, Leute, die gern klauen. Ja. Das im großen Stil. Also ein Kleptokrat ist gleich 100 Kleptomane. Wie kann man denn über einen Kleptokrat, also über jemanden zum Tyrann? Ja, weiß ich nicht, was der, vielleicht hat er sich die Macht geklaut. Natürlich. Das ist wahrscheinlich das so genau hochgeputschte Ding. Ja, genau. Und der hat anscheinend gut geklaut. Wir werden das jetzt hier einblenden, was ein Kleptokrat ist. Sicherlich Macht, inoffizielle Macht übernommen. Suharto aus Indonesien hat auch ein Privatvermögen von mehr als 10 Milliarden. Siehst du? Geklaut. Ja, wahrscheinlich. 100 Millionen, was eine Null. Mann. Wie soll es mit Son of the Sleepless weitergehen? Oder wie realistisch als Band oder wie intensiv siehst du die Zukunft? Ich habe jetzt in letzter Zeit, ich hatte echt, ich sag mal, während der Corona-Zeit echt eine Phase, wo ich überhaupt keine Musik geschrieben habe. Irgendwie hat mich ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, dieses ganze Drumherum, diese ganze stillstehende Welt hat mich selber so ein bisschen gedaunt und uninspiriert zurückgelassen, ne? Ja. Und ich war mehr angekotzt als sonst was, ne? Und jetzt habe ich wieder angefangen Musik zu schreiben und tatsächlich für Son of the Sleepless, aber ich werde trotzdem das Schreiben von einem neuen Division Flieg Album vorziehen. Das wollen wir nächstes Jahr im Juni, glaube ich, dann aufnehmen. Also aus PR-Sicht macht das Sinn. Ja. Es war lange. Ja. Aber man muss ja auch immer sagen, der richtige Moment muss kommen. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie nur damit eine Platte geschrieben ist, irgendwas hinwächst. Da habe ich echt, also, und es muss sich auch richtig anfühlen irgendwie. Weißt du, ich habe immer wieder Ideen für Division Flieger gehabt, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, okay, es ist irgendwie, hört sich ein bisschen zu sehr an wie so, was man von Division Blick erwartet, und ich habe nicht richtig die zündende Idee, wie ich gerade weitermachen kann mit Division Blick. Und jetzt, glaube ich, sind wir in dem Bereich gekommen, wo das... Cool. Ja. Bin gespannt. Ja. Aber es wird definitiv auch was geben, weil ich da auch angefangen habe, Musik zu schreiben. Aber das habe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen beiseite gelegt. Also da wird es auch nochmal ein Album geben. Okay. Franco, was kann der? Franco? Herrschaftsdauer, 36 Jahre. Ja, eben. Hier 6 Jahre. Scheiße. Wow. Kleiner Hut. Stimmt, ja. Generell, irgendwie was Äußeres. Generell, also die Rannen und so sind sehr hutlastig im Menschen. Hutwartet, ja. Hut und bartlastig. Also ohne Bart findest du kaum noch. Ja. Doch, da habe ich einen. Ja. Mussolini war tatsächlicherweise bartlos. Ja. Nicht mal dafür hat es gereicht. was kann denn der? Todesopfer 1,2 Millionen. 2 Millionen. Wie trennt man das denn? wie weiß man denn, was ist auf Mussolini zurückzuführen? Ja, ist ja eh wahrscheinlich Käse, ne? Aber ist halt geschätzt. Ne? Ja. Okay, das ist eine komplette Null, da kann ich nur mit Privatvermögen 2 Milliarden
probieren. 3 Milliarden und der kann ansonsten auch nicht viel. Du bist ja, wie du selber sagst, nicht nur Musiker, sondern halt auch Produzent. Wo war denn der Startschuss oder wie ist das entstanden, dass du irgendwann angefangen hast zu produzieren und für andere Bands auch? Okay, das hat eigentlich angefangen direkt nach dem Demo von Empören. Also da war ich das erste Mal selbst im Studio, ich war damals 16, als wir das aufgenommen haben, und da habe ich irgendwie gemerkt, wow, das ist ja, das ist echt meine Welt irgendwie. So im Studio hocken und über so Musik kreativ brüten und so, ne? Also, ja. Ne? Und dann nach Winter Sunset, Songs of Mors, haben wir eine hier bekommen. Vielleicht etwas näher ans Mikro rangehen. Genau. Da jetzt der Rumpel, der Metal anfängt. Da waren dann eben im Prinzip Einnahmen von den Plattenverkäufen schon da und dadurch habe ich mir dann so ein Home-Studio eingerichtet und erstmal damals so befreundete Bands dann aufgenommen. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe gemerkt, okay, normale Arbeit ist überhaupt nichts für mich, so kann ich nicht leben. Ich muss irgendwas anderes machen und habe gedacht, warum nicht mit dem Studio probieren? Okay. Ja. Cool. Hat sich ja offensichtlich auch quasi so entwickelt, dass die Klangschmiede.de mittlerweile so Haus- und Hofstudio für Prophecy-Bands und auch. Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so. Ich mache für Prophecy gar nicht mehr so viel. Ne? Also in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel für AOP mache. Okay, zwölf. Ja, sehr, sehr viel. Also jetzt kamen 3 AOP-Platten raus: Viertan, Elende und Theodoxie, die habe alle 3 ich gemacht. Also. Ja. Okay. Ja. Aufnahme, Mixing, Mastering, komplett Paket oder? Viertan, komplett alles, also von erster Theodoxin, haben Gitarren selbst aufgenommen, habe ich dann reamped, aber ansonsten auch alles. Und was andere? Elende, genau ähnlich wie bei Theodoxin. Drum-Aufnahmen bei mir, dann haben sie viele heim aufgenommen und ich habe sie wieder zum Mix bekommen. Mhm. Wie ist da, du machst das ja schon lange mit der Klangschmiede. Ja. Wie ist für dich die Entwicklung in dem Bereich? Wie hat sich das über die Jahre ergeben? Also ich sag mal, du hast ja in den letzten 10 Jahren haben ja Heimaufnahmen und die Technik, die du dafür benötigst und wie erschwinglich die ist, das hat ja einen immensen Schritt nach vorn gemacht, der wahrscheinlich auch nicht schlecht, denke ich mal, die Welle und Veröffentlichungsflut an Bands, die uns da entgegenbrannten. Und aber qualitativ ja mit guten Aufnahmen glänzen können, auch wenn sie nicht mehr die Kohle in, ich miete mich 4 Wochen ins Studio ein, da irgendwie bezahlen müssen. Hat sich das für dich extremst bemerkbar gemacht, wie sich das über die Jahre gewandelt hat? Also du hattest früher viel mehr Komplettaufnahmen und inzwischen. Also ich arbeite mittlerweile viel mehr durcheinander. Ich arbeite an dem Projekt, nehme ich Drums auf 2 Tage und dann mixe ich 3 Tage an einem anderen Projekt. Dann mache ich die nächste Woche ein Mastering und fange einen anderen Mix an. Dann kommt Band XY wieder zurück, nimmt Gesang auf, also eher so. Ne? Ja. Und früher habe ich mit Bands, was eigentlich gang und gäbe, dass eine Band 4 Wochen ein Studio gebucht hat oder 3 und man dann zusammen eine Platte gemacht hat. Okay. Also angenehmer zu arbeiten ist natürlich, wenn du eine komplette Produktion machst, mit der Band zusammen an einem Ziel arbeitest und das die ganze Zeit zusammen machst. Aber die Zeiten sind jetzt einfach mal so, sage ich mal, es hat positive Sachen, aber auch negative. Ich kann mir das vorstellen, es ist relativ schwer, so kopftechnisch dann in eine Produktion zurückzufinden. Genau, das ist. Du hast 3 andere zwischen reingeholt, dann machst du das Mixfenster von dem auf und denkst erstmal, warte mal, was wolltest du eigentlich? Was wollte ich eigentlich? Aber das gefällt mir eigentlich gar nicht mehr so gut, wie es jetzt klingt. Ich würde am liebsten was ändern, aber der Mix ist schon abgesegnet von der Band und ich mache eigentlich nur noch irgendwelche. Weißt du, also. Ist das aber vielleicht auch ein Pluspunkt, dass du sagst, du bist nicht so krass in dem Tunnel drin, weil du 4 Wochen lang mit denselben Leuten dieselbe Mucke hörst, sondern du hast immer mal ein bisschen Abstand dazu? Nee, weil dieser Abstand muss nicht immer besser sein, weil man verzettelt sich ja oft mit Abstand. Und das ist das Problem, was sehr, sehr viele Bands oder Musiker heute haben, dass sie keine Entscheidung mehr treffen und keinen Abschluss mehr finden. Die fummeln ewig rum und ewig rum und ewig rum und irgendwann kommt sie dann zu jemand wie mir und sagen, ey, mach den Mix fertig, ich habe die Schnauze voll, ich krieg's nicht hin, mach du's. Ne? Ja. Weil sie nicht mehr können einfach. Und ich glaube, früher in diesem Tunnel hat man auch Sachen hingenommen, wo man jetzt objektiv vielleicht sagen, ich höre Platten aus den 90er an, heute objektiv Spielfehler drauf, das hätte ich damals nie so wahrgenommen. Ja. Das sind einfach, ich sag mal, Ecken und Kanten, die es aber auch irgendwie interessant machen. Ja. Und dem Ganzen irgendwie ein bisschen mehr Tiefe geben, wie wenn alles so ultra perfekt auf dem Grid ist und Gesang getuned und was weiß ich was alles. Und heute
hatten wir leider oft dadurch die Tendenz, dass man sich zu sehr in so vermeintlicher Perfektion verzettelt. Yeah. Und das sage ich als jemand, der Platten produziert. Aber ich sage mittlerweile vielen Bands, scheiß da jetzt drauf, lass es so. Glaub mir, das interessiert dich in 2 Monaten überhaupt nicht mehr. Wichtig ist der Vibe, weißt du, wenn du eine Platte anmachst und die erste Minute, die die Produktion ausstrahlt, ne? Der Impact, oder das ist wichtig. Aber diese ganzen kleinen Fitzeldetails, ne? Die sind oft echt einfach, das ist übergefummelt einfach. Nein, das glaube ich. Hast du eigentlich jemals eine Death Metal oder eine klassische Death Metal Platte aufgenommen? Nee, leider habe ich überhaupt noch nie. Ne? Würde glaube ich eine richtige Death Metal. Auch wenn ich liebe Death Metal Sound, also wirklich. Gerade Gitarrensound und ich liebe das, aber habe ich noch nie gemacht. Also wenn die Death Metal Band mal zu mir kommen möchte, ich mache es sehr gerne. Es ist cool, wenn da mal jemand von der anderen Seite rankommt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du hast logischerweise bist ein wirklich akzeptierter und bekannter Produzent, aber halt im Black Metal Bereich. In gewissen Bereich, genau. Ja. Ich habe vor vielen Jahren mal Maroon eine Platte produziert zum Beispiel. Die Thüringer Maroon? Ja, die Thüringer Maroon. Nordhausen Maroon, genau. Die letzte Platte, die ist immer Order hieß die. Yeah. Und hat mir auch voll Spaß gemacht. Und hat auch gut geklappt, hat dann der Frederik Nordström gemischt hier in Schweden. Aber das war auch eine geile Zeit und hat mir voll Spaß gemacht, weil es eben auch was ist, was total aus meinem normalen, aus meiner normalen Stilistik rausgeht. Glaube ich. Ja. Gut, dann lass uns noch eins machen und dann zählen wir am besten aus. Genau, okay. Könnt ja die Stapel schön anfrippeln und dagegen laufen liegen. Oder? Du hast durch. Stalin, du musst es richten. 25 Millionen Todesopfer. 100.000. Gut, dann zählen wir mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war's. 17. Ah, aber ich hab Hitler, der zählt doppelt. Hey, das war. Ja. Vielen Dank dafür. Sehr angenehm. Das war ein sehr, sehr angenehmes, cooles Gespräch. Und, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, das war für euch auch cool soweit. Dann machen wir das vielleicht nochmal und dann hoffe ich, dass wir uns wieder über den Weg laufen und viel Spaß mit Son of the Sleepless heute. Dankeschön. Danke. Danke dir. Ich habe nichts hinzuzufügen. Verrückter, ja, dass du mal so einen Redefluss entwickelst. Nicht schlecht, ey. Der Suff, das war das Ende, ich wollte gerade sagen. Ja. Bier voraus und eine lose Zunge zu haben. Nicht schlecht. Dann war das hier Diktatorenquartett Teil 1. Mal gucken, ob es jemals Teil 2 geben wird. Tschüss. Hey.